Im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen zum Thema heute Bonsai. Wir haben schon so viele Sachen, die wir gemeinsam machen und auch dementsprechend gemeinsam weiter begleiten. Die Weigelie hier in Vorbereitung in der Schale, das ist so eine geniale Sache. Das könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen, dass die Anzucht zum Bonsai in solchen Schalen tatsächlich genialst ist. Ja, woher bekommt man solche flachen kleinen Schalen? Einfach mal im Baumarkt gucken. Meist haben sie dort auch im Angebot, die kosten ganz kleines Geld nur und von daher, die findest du dort mit Sicherheit. Oder Reifeisenmärkte bieten die teilweise auch an. Müsst ihr einfach mal gucken gehen. Weil auf Amazon gibt es diese kleinen, flachen Schalen leider nicht, nur die etwas größeren. Und von daher, mal kurz gesagt, dass ihr das auch wisst. So, was werden wir genau heute machen? Ich weiß es nicht. Es gibt solch eine Vielfalt hier zu zeigen. Und von daher schaue ich jetzt mal rum. Oder wir schauen mal kurz rum und mal sehen, was wir heute gemeinsam machen. Auf alle Fälle werden wir einen Kandidaten einpflanzen, der hier im Eimer steht. Das ist die Lonicera, die wir vor kurzem gemeinsam geschnitten hatten mit diesem Knoten. Den werden wir auf jeden Fall heute einpflanzen, damit er auch wieder anwachsen kann, noch bis zum Herbst, Winter in dem entsprechend natürlich. Okay, ich würde sagen, fangen wir damit nicht an, sondern gucken erstmal einfach ein bisschen rum hier, was Sache ist im Reich der Bonsai, im Römischen Reich. Okay, let's do it. Oh, das wird geil. Das ist so schön, auch wenn es jetzt mit Bonsai gerade nichts zu tun hat. Die einjährige Hortensie, die wir durch den Steckling letztes Jahr im Sommer vermehrt haben, blüht so wunderschön, genauso wie diese auch hier im Kontrast zu der anderen Hortensie. Bauernhortensie, Rispenhortensie, einmal gemeinsam gezeigt. Hier ganz wichtig, darauf achten, dass sie immer ausreichend Wasser haben und Nährstoffe natürlich auch. Ich habe gestern gedüngt, yippie, ja, yeah. So, das nur kurz gezeigt und jetzt mal die Weigelie hier, wie sie steht. Wir schauen uns gleich genauer an. Könnte vielleicht sogar sein, dass wir heute gemeinsam etwas machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, es gibt eine Menge zu zeigen und von daher schauen wir einfach erstmal kurz hier im Rundgang die Azalee, die wir gemeinsam herausgenommen hatten aus der einen Schale und dann geschnitten und hier eingepflanzt. Hier steht unten nach wie vor Wasser drin im Anstau, damit sie also immer ausreichend Wasser hat. Denn, ja, könnte schnell eintrocknen von daher. So, hier ganz kurz die Vermehrung der Stecklinge. Moment, Azalee, wie sehen sie denn aus? Ich habe selber gar nicht reingeguckt. Gucken wir einfach mal spontan. Wie schauen sie aus? Gut, alles easy. Alles im grünen Bereich. Ah, das ist natürlich eine geile Sache, wenn uns das gelingt, die hier tatsächlich auch zu vermehren. Die Azaleen. So, oh Mann, das ist so geil. Die Tomate, die Bonsai-Tomate. Das ist so schön. In solch kleinen Schalen, dass das so funktioniert. Gut, Plastikbecherchen in dem Sinne. World of Plastic, weiß Bescheid. Oh Mann, das ist so schön in diesem Jahr. Es läuft einfach, es läuft so geil. Ja, wir verwenden kein Bergwasser, sondern reines Wasser. Gießwasser in dem Sinne als Regenwasser. Und wenn nicht zur Verfügung, auf jeden Fall Osmosewasser. Kurz die Forsythie hier gezeigt. Da mache ich dieses Jahr nichts dran. Die darf mal ein bisschen wachsen. Denn ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber es könnte sein, dass ich dieses Projekt ganz anders handhabe als andere Projekte in dem Sinne. Und sie hier drin lasse, ohne umzutopfen. Weißt Bescheid? Ja, was passiert denn dann? Ja, sie wird sich erheben aus der Erde. Stück für Stück, jedes Jahr ein Stück höher. Und das könnte auch mal interessant sein, werden. Einfach so. Mal gucken, was draus wird. Ja, also, ach, was hängt denn da? Ich glaube, der hängt da schon 3 Tage. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal auf die andere Seite. Schneiden wir ihn jetzt ab oder nicht? Ich glaube, ja. Das ist der obere Bereich von dem Bergahorn. Das ist also mächtig wieder herausgewachsen als Opferast in dem Sinne. Aber in diesem Jahr, denke ich mal, machen wir das anders. Und dann werden ihn jetzt komplett zurückschneiden. Wir hatten ja vor kurzem hier einen Blattschnitt gemacht und dementsprechend sind die Blätter unten wieder rausgewachsen. Relativ klein, also kleiner als im Normalfall. Und ich werde jetzt hier tatsächlich, ich muss das jetzt mal so machen, den oberen Teil, den Opferteil im Prinzip jetzt schon abnehmen, damit sich der Bereich hier später verhaltener entwickelt, nicht mehr so kräftig, dass wir nicht mehr so starke Schnittstellen bekommen wie im Jahr davor in dem Sinne, vom Wachstum her. Also ist ja im Frühjahr zurückgeschnitten worden. Also nehmen wir jetzt einfach den Bereich hier weg. Wir haben hier ganz viele Knospen, die hier austreiben können. Und von daher, warte mal, sinnvollerweise wäre es natürlich, wenn er von hier richtig austreibt. Also werde ich den mal schräg so ansetzen. Muss mal just auf die andere Seite gucken, nicht, dass ich mir die Knospe, die obere, mit abschneide. Das wäre natürlich nicht der Burner. Zack, bumm. Ja, siehst du wohl, hat doch gepasst. Okay, dann wird er jetzt keinen dicken Ast hier oben mehr entwickeln, sondern dementsprechend kleinere. Dann wird sich das im Laufe der Zeit hier verheilen.
die Wunde schließen und dann sieht das ein bisschen schicker aus. Es ist schon fast unfassbar, wie grün alles wächst in diesem Jahr, wie kräftig, ohne irgendwelchen Zickereien. Das ist so genial, seitdem wir anderes Wasser verwenden für die Bonsai. Ich muss es nochmal sagen, immer nur Regenwasser oder entsprechend Osmosewasser. Auf gar keinen Fall kalkhaltiges Wasser oder in unserem Fall Bergwasser, wie wir für die anderen Pflanzen verwenden. Und das Ganze mit effektiven Mikroorganismen. Gedüngt wird in diesem Jahr mit Kompo-, Balkon- und Kübelpflanzendünger. Das ist schon genial, ne? Dass wir das so präsentativ mitnehmen können, wie die Pflanzen sich in dieser Art und Weise, wie wir sie pflegen, entwickeln. Dementsprechend auch verhalten und sich präsentieren und zeigen. Das ist so schön. So, ich werde mal den unteren Bereich hier sauber machen. Hier wächst reichlich Lebermoos drin. Bedingt durch Feuchtigkeit ist das so gegeben. Das ist nicht so tragisch. Aber jetzt mache ich es mal weg, damit ich es halt einmal sauber habe. Und dann dementsprechend werden wir die Pflanze, den Bonsai in Vorbereitung, jetzt gemeinsam wieder reduzieren, damit die Äste nicht zu stark herauswachsen, auch wenn es eine Zwergform ist. Ne? Wir möchten das Ganze doch klein und kompakt halten. Unten einen dicken Stamm, dementsprechend Astaufbau. Wenn uns das gelingt, ne? Von daher werden wir das jetzt gemeinsam machen, aber das sauber machen hier, das mache ich mal eben alleine. Okay, bis gleich. Kind ist beschäftigt. So, ich habe jetzt das einfach hier runtergenommen, ne, komplett mit Substrat einfach abgezogen, denn das Lebermoos, ja, das bildet doch eine recht dicke Schicht, das heißt dicke Schicht, also das wurzelt also richtig ins Substrat ein. Ich habe das jetzt nicht auseinandergefummelt, sondern komplett abgezogen hier, runtergezogen. Man kann auch gar keine Wurzeln erkennen hier. Ich ziehe mal an dem Stamm hier. Also die Wurzeln entwickeln sich tatsächlich im unteren Bereich. Das sieht also genial aus. Man könnte das Ganze rein theoretisch jetzt auch, ja, so kommen Ideen, ne? Anheben, unten drunter einen flachen Stein legen oder sonst irgendwas oder wie hast du nicht gesehen, ne? Oder man könnte das eigentlich komplett aus der Schale herausheben und irgendwas anderes drunter setzen und drumherum wickeln, da der Baum recht feine Wurzeln noch hat, ist also deiner Gestaltung auch hier jetzt schon eine Menge möglich, ne? Sollte man nicht glauben, dass die Pflanze so groß ist und relativ wenig Wurzeln hat und schön flach. Das ist natürlich das Genialste bei der ganzen Sache, ne? Mal gucken, ach guck mal, da kann man eine Wurzel sehen, ne? Also es gibt Wurzeln, auch wenn man sie jetzt so nicht sieht. Ja, ganz wichtig ist hierbei natürlich schön feucht halten, ansonsten funktioniert das auch nicht. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir ihn jetzt schneiden oder nicht? Guck mal. Ich glaube ja, ne? Ich glaube, wir machen das jetzt mal. Ich will mal eben gucken, was die Kleine da macht. Unsere Melodie. Ne? Boah, ey, dann sollst du mal nur eine rausziehen. Okay, dann esse ich gleich auch eine mit, ja? Okay? Kann ich auch eine essen? Ja. Danke. Ja, ich wasche die eben ab. Ach, das ist so geil. Okay, machen wir gleich weiter. Ich esse ein Möhrchen. Wo ist sie denn? Hallo? Ja. Wo bist du? Ach, da hinten. Okay, ich komme. Da war ich wohl etwas zu voreilig. Schnipp, schnapp, Triebe ab. Heute nicht. Warum? Wir haben ihn hier hineingepflanzt zur Vorbereitung zu einem Bonsai. Wir haben ihn damals ja vorgestaltet. In dem Sinne mussten starke Schnittmaßnahmen ergreifen, um ihn vorzubereiten zum Bonsai. Ne? Also viele Äste wegschneiden, damit wir eine Struktur hineinbekommen in die Äste. Und ich habe mich dazu entschieden, ihn jetzt nicht zu schneiden, sondern er soll weiter kräftig wachsen im Moment noch. Er macht relativ dünne Triebe. Ich zeige das jetzt mal in der Aufnahme. Ich nehme das mal gerade an die Seite. Hier sehen wir eine Schnittstelle, hier und hier von oben. Und diese Stellen, die sollen also besser verheilen. Man kann schon sehen, dass hier guter Kallus gebildet wird. Ne, hier im oberen Bereich noch nicht so, aber auch relativ verhalten schon mal. Nun ja, um das weiter voranzutreiben, lasse ich ihn wachsen. Denn die Triebe sind also wirklich recht dünn gewachsen. Also hier haben wir keine starken Schnittstellen, wenn wir das dann im Frühjahr zurückschneiden. Von daher lassen wir das Ganze erstmal so, damit die Stellen sich dementsprechend besser entwickeln. Ne? Also nicht zu voreilig. Dieses Mal warten wir dann doch tatsächlich. Und das Wachstum ist ja genial. Und von daher können die Wunden dann dementsprechend natürlich viel, viel besser verheilen. Ich habe Hilfe bekommen. Schau dir das mal an. Ja, Substrat gemischt haben wir jetzt schon. Wir brauchen noch eine Schale. Dementsprechend mit Löchern drin. Ne? Kann man sehen, denke ich mal. Auch seitlich habe ich ein paar Löcher mit reingemacht. Und hier füllen wir das Substrat jetzt hinein. Und dann kommt das Bäumchen dort hinein. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Pass mal auf. Wir den so reinpflanzen,
Dann wird er voraussichtlich umfallen. Wir können natürlich hier noch seitlich Löcher reinbohren. Das hatte ich noch nicht gemacht und ihn anbinden. Wir werden aber den kompletten Wurzelbereich abdecken. Also der wird nicht offen stehen, sondern komplett abgedeckt. Das Ganze spült sich nach und nach hinterher frei. Das kennen wir ja schon. Haben wir schon öfters erlebt. Das kannst du jetzt reinmachen. Dann musst du dich vorne hinstellen. Sonst kommst du ja nicht ran. So, dann mach du das da mal rein schon mal. Nicht das Wasser, hier das Substrat für die Bonsai, hier in die Bonsai-Schale, in die Anzuchtschale. Ne? Die werden dort herangezogen, die Bonsai. Okay, Melody baggert jetzt ein bisschen und ich mache eine Pause. So, weiter geht's. Da das Substrat jetzt trocken ist, packen wir die Schale mit Löchern hier in eine Schale ohne Löcher. Und werden das Ganze dann dementsprechend gleich kräftig gießen. So, das Einpflanzen geht das recht schnell. Ich habe hier schon Substrat eingefüllt. Ich mache dann einfach frei bis unten hin. Setze die Pflanze vorsichtig drauf. Mal gucken, dass sie in welche Richtung. Ich denke mal, die kann einfach gerade. Ne? Das ist schon okay. So, Erde dran schieben. Substrat in dem Sinne. Ne? Dran schieben, bisschen rütteln und schütteln. Dass sich die Hohlräume ein bisschen setzen. Und dann schieben wir jetzt die ganze Erde, Substrat in dem Sinne, an die Pflanze als Berg im Prinzip. Dann soll das gleich runtergespült werden, dann werden wir es einfach nochmal anhäufen, dass also wirklich die ganzen Wurzeln richtig schön hier bedeckt sind. So, gießen, angießen, ganz wichtig, viel. Wir werden jetzt so lange gießen, bis die Schale voll ist, da das Substrat trocken ist. Ach, guck mal, läuft gut, ne? Ist doch gar nicht so schlimm, wie man dachte, oder ich dachte in dem Sinne. Guck, spült sich gar nichts runter, ne? Ja, dann gießen wir fleißig weiter, so lange, bis die Schale hier voll ist. Und lassen das Ganze einfach ein bisschen drin stehen, 2-3 Stunden, bis sich, guck mal, fertig, vollgesogen hat. Und dann nehmen wir diese Schale hier heraus und stellen sie dann dementsprechend absondig. Aber das wissen wir doch alle mit Sicherheit, oder? Ja, klar doch. Okay. So, dann zeigen wir euch das Anbinden auch noch mal ganz kurz. Ein Teil habe ich hier schon angebunden. Das ist relativ einfach. Das geht sogar mit diesem Naturgarn besser als mit Kunststoffgarn, denn das dehnt sich nicht. Ne? Das Problem hast du ja sonst, dehnt sich der Kram. Dann ist das nicht immer ganz so einfach. So, ich hatte ja seitlich hier kleine Löcher reingebohrt und jetzt schiebe ich einfach den Faden hier durch, ziehe den einmal hier raus. Dann machen wir hier 2-3 Knoten rein, damit sich das nicht lösen kann. Oh, das ist genial. Ne? So kann man sich ganz einfach helfen, auch wenn der Baum jetzt schon fest steht. Dadurch, dass ich ihn angeboten habe, hätte ich ihn jetzt nicht angeboten, meine ich natürlich, weil es können ja Katzen, ne? Oder hast du nicht gesehen? Und dann schmeißen die das Bäumchen um und von daher wäre das nicht so gut. So, wir legen das einfach hier über den Ast, ziehen das einmal drumrum. Ne? Das reicht schon vollkommen aus. So, dann schneiden wir das mal eben ab hier. Ja, Schere bleibt hier. Einmal abschneiden, lang genug, sodass wir unten noch durchkommen. So. Halt, hier bleiben. Hier ist alles schief bei uns. So, auch hier siehst du, das bleibt schön hängen, auch wenn du das hier locker hast. Ne? Das bleibt hängen. Mit einem Kunststoffband, das zieht sich immer weg. Das ist nicht so einfach. So, dann nehmen wir das einfach doppelt, drücken das ein bisschen zusammen und schieben das hier durch das kleine Loch durch. Siehst du da? Ups, jetzt habe ich den wieder rausgezogen. So, einmal da durch. Und auf der anderen Seite guckt er raus. Siehst du? Da, jetzt zieh raus. So, gut, super. Warte, hier. So. Und schon ist er fest. Ne? Ganz einfach. Und das geht tatsächlich mit diesem Naturgarn in dem Sinne wesentlich einfacher. Okay, also kann niemand die Pflanze mehr umschmeißen in dem Sinne. Man kann auch ziehen, sie sitzt richtig fest. Weil ich das reingegossen habe, damit die Erde, die hier trocken war, richtig nass wird. Und in einer Stunde oder so nehmen wir das raus, dann läuft das Wasser raus, siehst du. Und dann stellen wir die einfach dahin, wo sie hinkommt. Auf jeden Fall ohne Sonne. Denn wenn hier Sonne drauf scheint, dann verdunstet die Pflanze ganz viel Wasser. Und da die Wurzeln jetzt geschnitten sind, kann die das Wasser nicht nachholen. Und dann vertrocknet die Pflanze. Aber warum hat das geregnet da? Ja, Papa hat Regen gespielt. Mit der Gießkanne. Okay. Ready. Ist doch schön, wenn man Pflanzen, mit denen man nicht weiß, was man machen soll, etwas macht und einfach rumstehen lässt. Tada! Der nächste Kandidat ist da
obwohl es Sommer ist, können wir auch den, wenn wir möchten, jetzt schon vorbereiten zum Bonsai. Ich kann ihn aber auch bis zum Frühjahr stehen lassen und das Ganze dann machen. Aber ich habe heute Bock und von daher würde ich sagen, machen wir das heute gemeinsam. Die erste Vorbereitung, das heißt herausholen aus dem Topf, zurechtschneiden das Ganze und mal sehen, was wir damit später machen können. Mit der Linde, das ist auch ein wunderschönes Bäumchen, wunderschön gewachsen, auch schon ein bisschen vorbereitet, strukturiert im Astbereich. Und von daher bin ich mal gespannt, wie das hier drin aussehen wird. Okay, das werden wir jetzt noch gemeinsam machen. Weil es Spaß macht. Ja, das macht mega Spaß. Also, ne, in die Baumschule fahren, findest du bestimmt gute Sachen. So, und schon geht es weiter. Das ist so schön. Das Bäumchen ist schon, wie gesagt, ein bisschen vorbereitet. Wir werden das jetzt zurückschneiden. Ich denke mal, brauche ich jetzt nicht ganz so viel zeigen. Ne? Denn ja, die Aststruktur ist schon gegeben. Ich achte natürlich darauf, dass da, wo ich schneide, die Knospen nach außen zeigen und nicht nach innen. Ansonsten wird er zurückgeschnitten in dem Sinne, wie er vorher war. Nur ein bisschen länger, die Triebe dann, ne? Nicht, Moment, jetzt habe ich hier den da. So, gar nicht ganz so weit zurückschneiden. Der untere Teil hier ist schon sehr schön gewachsen, interessanterweise. Moment, hier geht einer nach oben, den muss ich ganz rausnehmen. Ich weiß, das kannst du nicht viel sehen, aber es macht auch keinen Sinn, da jetzt eine Aufnahme von zu machen, weil du kannst eh nicht viel erkennen hier. Denn das Ganze ist zugewachsen, ne? Von daher ist er dann natürlich nicht so einfach zu zeigen, ne? Das meine ich eigentlich damit. So, haben wir den schon fertig hier. Der ist relativ verhalten gewachsen. Den lassen wir einfach so. Den können wir hier kräftiger zurückschneiden. Der soll auch gar nicht so stark hier oben herauswachsen. So, die sind schon kräftiger durchgestartet. Sollten aber nicht länger sein als der untere Bereich. Ne? Von daher müssen wir hier bei dem etwas kräftiger schneiden. Kann sein, dass ich ihn gleich nochmal nachschneide. So. Dann kommen wir zum nächsten. Auch den müssen wir kräftiger zurückschneiden. Der hier unten müsste sich eigentlich kräftiger entwickeln. Tut er nicht, das ist nicht so schön. Warte mal, pass mal auf, ich muss den ganz wegnehmen hier. So, und dann müssen wir gucken, dass wir den später nochmal rauswachsen lassen, dass der Ast hier dicker wird als hier oben. Ne? So, das kurz dort zu. Im oberen Bereich muss ich gerade mal gucken. Am besten kann man es vielleicht von hier sehen. Hier richtet sich einer nach oben. Dann lassen wir nur einen Stummel dran stehen. Den nehme ich ganz weg hier. Pass mal auf. Hier ist noch ein dünner. Den nehmen wir weg. Den hatte ich ja damals hier stark zurückgeschnitten, hier im oberen Bereich. Das heißt, die Fortführung ist dann dieser Ast hier. Das heißt, den werden wir nicht schneiden. Den kürzen wir erstmal nur ein. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? So, ich glaube, das reicht schon. Pass mal auf. Den dünneren Kram, den nehme ich auch schon mal raus. Da braucht sie auch nichts entwickeln in dem Sinne. Ne? Das können wir ganz wegnehmen. Ja, siehst du wohl, damit haben wir ihn eigentlich schon so weit zurückgeschnitten. Ich muss das Ganze gleich nochmal näher betrachten. Ich habe das ja erstmal pauschal gemacht. Ne? Denn eigentlich geht es mir in erster Linie darum, dass wir ihn zurückschneiden. Natürlich, um Verdunstungsfläche zu verringern, logischerweise. Ganz klarer Fall. So. Ach, guck mal, hier ist Mykorrhiza drin. Das ist ja mal interessant. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das in einer Topfpflanze hier entdecke. Das ist ja, ja, das riecht auch nach Pilz. Das ist cool. Mykorrhiza? Ja, okay. Dann spüle ich den Kandidaten trotzdem jetzt sauber. Das sind alles Physalis, die hier wachsen. Frag mich nicht, warum. Das ist, der ganze Topf ist voll Physalis gewachsen. Okay, Die Erde schmeißen wir aber nicht weg, die separiere ich mal eben, denn die möchte ich dann doch behalten. Ne? Mykorrhiza können wir woanders hin verteilen. Okay. Ja, dann bringt das wohl doch was mit unseren effektiven Mikroorganismen, dass ja die Pflanzen im Topf tatsächlich sich wesentlich wohler fühlen. Ne? Also das ist jetzt, gut, eigentlich müsste man den Baum so wie er ist mit dem Mykorrhiza irgendeinen anderen Topf pflanzen, damit er sich dort auch weiter vermehrt, der Pilz in dem Sinne. Ne? Ja, das ist eine coole Sache. Aber nichtsdestotrotz muss ich ihn jetzt frei machen, weil wir brauchen die Wurzeln. Das heißt also zur weiteren Wurzelgestaltung und um da hinein zu gucken, müssen wir die Erde entfernen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Das können wir hier nicht pauschal Pi mal Daumen ein bisschen was wegschneiden, gut ist. Nein, also wir müssen tatsächlich, so leid es mir tut, das Ganze hier abmachen. Aber nun ja, wir können ja mit diesem Mykorrhiza andere Töpfe impfen in dem Sinne, ne? Indem wir das
Substrat, was wir jetzt hier herausholen, halt in andere Töpfe mit hineingeben. Aber nicht oben drauf streuen, sondern dann zur Not ein kleines Loch machen und das Substrat dort hineinfüllen. Und somit kann man dann dort auch die Mykorrhiza mit hineinbringen. Ja, das ist eine coole Sache. Also genial. Also man kann es auch wunderbar sehen, dass also die Wurzelspitzen alle richtig weiß sind. Das ist genial. Ja, das sehe ich jetzt hier zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Also effektive Mikroorganismen mit reinem Wasser ist schon eine coole Sache. Wobei diese hier, die haben auch das normale Wasser, Bergwasser, angesetzt, auch mit effektiven Mikroorganismen. Also das ist genial. Frag mich nicht, woher die Mykorrhiza jetzt hier kommen. Sie sind einfach da. Das ist natürlich genialst. Ja. Ja, super. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Wenn sie schreit, wissen wir Bescheid. So, pass mal auf, ich mache das mal just in Ruhe. Das ist so genial, ey. Gehst du mal bitte weg, danke. Ja, ich denke, man kann es sehr gut erkennen. Moment mal, gehst du bitte? Das war eine Wespe, das ist mir dann doch. So ist das, eine der Lieblingsarbeiten. So, ich habe hier also die ganze Erde schon mal heraus mit dem Pilz, mit dem Mykorrhiza. Da muss man mal gucken, was wir gleich mitmachen. So, das Ganze habe ich jetzt durchgekämmt von unten nach oben. Also immer vorsichtig, Stückchen für Stückchen weiter. Ne? Nicht alles auf einmal. Es ist Sonntag. Der Nachbar mäht Rasen, weiß Bescheid. Es gibt Menschen, glaubst du nicht. So, also, soweit haben wir das Ganze schön durchgekämmt. Und damit wir jetzt den Wurzelbereich richtig anschauen können, müssen wir das Ganze jetzt sauber spülen. Da kommen wir nicht drum rum. Das heißt natürlich auch, wir werden auf jeden Fall nochmal einen Blattschnitt machen, um die Verdunstungsfläche dann nochmal zu verringern. Und mal gucken, was wir hier gleich von behalten und wie wir hier weiter vorgehen mit dem Baum. So, es geht weiter. Pass mal auf, das schaut sehr interessant aus. Jetzt hatten wir die beiden Wurzeln, die hatten wir im oberen Bereich gesehen. Ist natürlich nicht so dolle. Ne? Da, gut, jetzt müsste man hier einen Ringschnitt machen drumherum, um dort neue Wurzeln bilden zu lassen. Jetzt aber so, das war damals mal ein Sämling gewesen, den ich auch schon mal zurückgeschnitten hatte, auch im Wurzelbereich. Und von daher haben wir hier unten noch einen Wurzelansatz. Also das muss man wirklich ganz genau betrachten. Also dort sind unzählige Wurzeln, die relativ in die Senkrechte gehen. Ich versuche mal auf der anderen Seite, ob man da auch noch was sehen kann. Also auch hier im unteren Bereich, ne, reichlich Wurzeln im Gegensatz zu denen hier oben. Das heißt, es wird eine radikale Maßnahme geben. Okay, pass mal auf. Ich muss mal gerade den Bildschirm ein bisschen drehen, damit ich sehe, was ich hier mache, nicht, sondern damit ich sehe, was ihr seht. Lol. So, deshalb werden wir uns von den beiden oberen hier komplett entfernen. Ja, auch wenn es momentan eine radikale Maßnahme ist. Aber anders geht es hier in dem Fall jetzt wirklich nicht. Denn ansonsten hast du hier die zwei dicken Wurzeln und das ist natürlich nicht so schick in dem Sinne. Ne? So, siehst du wohl. Und dann kommen wir nämlich in den unteren Bereich. Jetzt haben wir hier noch eine Wurzel. Hier ist der eigentliche untere Bereich. Pass mal auf, da drunter ist noch eine Wurzel hier. Ne? Auf, dann nehmen wir den auch noch weg hier. So, und damit müsste das jetzt eigentlich, nee, noch nicht. Oh, pass mal auf, hier unten fängt das Ganze an. Ja. Ja, also müssen wir da eigentlich noch mehr wegnehmen. Jetzt muss ich aber, pass mal auf, ich spüle noch einmal kurz durch, um eine bessere Sicht zu haben. Ruhig beherzt schütteln. Richtig kräftig schütteln. So, und dann gucken wir uns das Ganze jetzt noch mal etwas näher an. Okay, das sieht cool aus. So schaut das Ganze jetzt etwas näher an, aus in dem Sinne. Also die oberen Wurzeln hier, die kommen voraussichtlich noch weg, denn hier unten ist der eigentliche Bereich, wo die Wurzelverzweigung erstmalig gegeben ist. Ne, und darüber natürlich weiter fortlaufend, aber hier dann doch hauptsächlich ist der Bereich, den wir später brauchen. Pass mal auf, die Wurzeln der Linde sind relativ weich. Die kannst du auch sehr gut biegen. Ich gehe da einfach mal zwischen mit der Hand. So, ne? Also die kannst du wirklich sehr gut biegen. Und von daher, ja, also ich würde sagen, die oberen nehmen auf jeden Fall noch weg. Pass auf, das machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Das war das kurz. Oh, Ruhe, Gott sei Dank. Meine Güte, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du sonntags Ruhe haben möchtest und dann können die Leute es nicht lassen und müssen Rasen mähen. Ne? Lass den Mist doch einfach wachsen, Mensch. Ist doch egal, ehrlich. Also, ne? Das muss man nicht am Sonntag machen. So, den Teil nehmen wir auch noch weg hier. Ja, den nehmen wir auch noch weg hier. Pass mal auf. So. Ja, ich würde sagen, damit müssten wir eigentlich alles weg haben, was weg muss. Ne? Gegebenenfalls nochmal nachschneiden gleich. Okay. Ja, doch, auf jeden Fall. Die Wurzeln, das sind dann diese hier, die dann später halt sichtbar werden. Ne? Und die haben wir auch rundherum gegeben. Also das ist soweit okay. So, das heißt, wir müssen noch einen Wurzel- und Blattschnitt machen, auf jeden Fall.
Oh, ist auch lecker warm geworden. So, Blattschnitt ist jetzt wirklich zwingend notwendig, denn ansonsten kann die Pflanze hops gehen. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, Melody, gleich, warte mal bitte. Pass mal auf, das mit dem Kronenaufbau, das lassen wir jetzt erstmal. Das macht nicht wirklich Sinn. Das heißt, wir werden komplett nochmal den ganzen Bereich hier zurückschneiden. Komplett, ne, damit das also, ja, ich sag so, besser anwachsen kann. Ne? Das ist nun mal jetzt dann tatsächlich wesentlich besser. Dann müssen wir halt einen neuen Aufbau machen. Aber das ist ja nicht so schwierig. Das ist also, ne? Warte mal, den lasse ich erst noch dran hier. So, so. Siehst du wohl, da bleibt auch schon gar nicht mehr so viel übrig. Ne? Restlichen Blätter hier oben ab, mit der Düngung auch weg hier. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Siehst du wohl, ne? Und somit haben wir das Ding entblättert und auch ein neues Gerüst im Prinzip aufgebaut. Und die Verzweigung, das machen wir später. Das ist also jetzt noch nicht von Wichtigkeit, sondern von Wichtigkeit ist jetzt hier dieser Wurzelbereich. Also hier müssen wir dann wirklich jetzt die Wurzeln dementsprechend ein bisschen biegen, damit wir sie flach kriegen. Und dazu kommt das Schätzchen auch in eine flache Schale. Wenn ich gerade überlegen, Wurzelschnitt in dem Sinne, würde ich jetzt darauf verzichten. Das heißt, ne, wenn wir sie flach legen, die Wurzeln, dann können wir sie ja auch komplett in die Schale legen. Ne? Richtig? Richtig. Okay. Dann machen wir das jetzt. Siehst du wohl, ne? So kann es gehen. Pass mal auf. Es wird drückend schwül warm. Das ist also, ja, ich hoffe, dass es Regen gibt. Ich weiß es aber noch nicht. Es sieht danach aus, aber vielleicht kommt es auch nicht. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal gießen, damit die Pflanzen versorgt sind. Denn ansonsten, ne, da muss auch ein bisschen aufpassen. Ne? Nicht, dass man denkt, ach, vielleicht gibt es ja das mal. Ne? Sondern nee, ich denke erstmal, es gibt es wahrscheinlich nicht bei uns hier. Und von daher werde ich auf jeden Fall noch einmal einen Schlag rund hier machen. Einmal alles gießen. So, die Weigel, die haben wir jetzt nicht gemacht. Die lassen wir einfach noch wachsen erstmal, damit die Wunden vom letzten Schnitt sich besser verheilen. Da sie ja kein extremes Dickenwachstum macht, auch an den Ästen, ist das nicht so tragisch. Da können wir die also ruhig noch stehen lassen bis zum Frühjahr. Ja, und mit der Linde hat sie jetzt spontan ergeben. Auch mit dem Mykorrhiza da drin, das mal so mitzunehmen. Wie gesagt, woher der Pilz jetzt kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist jetzt einfach da und von daher ist das ja auch mal ganz schön, das mit zu beobachten. Ich habe jetzt einen Teil verteilt. Also der Mammutbaum hat jetzt ein bisschen Mykorrhiza mit reinbekommen, genauso wie das Granatapfelbäumchen. Und da kann ich später mal sehen, ob der sich dann jetzt da auch etablieren kann oder nicht, dass wir da vielleicht auch so ein bisschen was mitnehmen. Ne? So, wenn es gefallen hat, weißt Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen heute Bonsai, weil es einfach Spaß macht. Und komischerweise, wenn es richtig gelingt, ne, die Pflanzen kräftig sind, glücklich sind, genauso wie ich auch, dann macht das Ganze auch viel, viel mehr Spaß. So. Boah, Alter. Hoffentlich kriegen wir jetzt bald Regen. Bin nämlich echt höchster Eisenmann. Also ich mähe den Rasen erst, wenn es geregnet hat oder wenn ich weiß, dass es Regen gibt. Ansonsten bringt er nämlich nichts, dann verbrennt er uns komplett. Denn der Boden ist ja ausgetrocknet. Da ist kein Wasser mehr drin. Alles weg.